Ja, herzlich willkommen hier zu Wunder Finals von RNIZ15, Sketty vs. Driven. Jo, moin! Ich bin auch noch hier, Cobra. Wir kommentieren das jetzt irgendwie auch noch irgendwie so noch nebenbei hier. So, heute zum ersten Mal Melee-Event dabei, deswegen alles ein bisschen sehr chaotisch hier, aber wunderschöne Klimat. Das heißt, ich kann Ihnen hier nur wärmstens empfehlen, herzukommen. Was? Hier kommt Repus gerade, meint, er soll forfeiten. Hier beißt er gegen Repus. Moment, drei NTL-Member und Ruven. Wie man sieht, Ruven hier. Oh, gegen die Sheik von Sketty. Sieht ganz gut aus für die Sheik von Sketty, aber bei Sheik ist es natürlich so, dass man erstmal gucken muss, wer den ersten Stock zieht. Und vor allem bei MK, der ja einfach so einen ersten Zock zieht. Und da kommt Greedy. So. Da kam Greedy F-Smash, wird natürlich gepunished. Oh, aber das so das Spacing mit Sheik, also ich glaube, das ist gar nicht schlecht, das Matchup für Sheik. Möglicherweise. Oh. Ja, okay. Oh. Ja, 110%. Oh, er hat ihn sogar getroffen mit den Needles. Needles. Ja, wir machen jetzt einfach so. Skin skacken. Okay, also hier, Down-Tilt, F-Tilts, ein Bouncing-Fish, den ganzen Confirm-Kram, den macht Sheik natürlich gerne. Schön eine Fair, direkt wieder ein Bouncing-Fish. Bouncing-Fish macht auch ziemlich viel Schaden dafür, dass der so ein ultra guter Move ist. Oh, wieder Forward-Throw und noch ein Bouncing-Fish. 82% jetzt schon auf dem letzten Stock hier von Ruven, von dem ersten Match. Oh, F-Tilt, okay, ja. Air-Dodge-Read, schön. Oh, ja, das wollen wir tatsächlich auch sehen, ja. Oh, okay. Sketty heute nicht zu stoppen. Ist das vielleicht sein erster Sieg hier im Turnier? Muss er auf jeden Fall noch mindestens zwei Sets inklusive für dem hier erstmal schaffen. Oh. Okay, F-Tilt plus schlechte DI gleich Kill. Oh, und da versucht er wieder den Air zu readen. Aber diesmal ist MK prepared. Oh. Ja, ist natürlich jetzt auch schon ziemlich scary, würde ich sagen. Ja, man fragt sich nur, wann kommt die erste Dash Attack. Oh, da kam sie, aber es ist ein Dragon Ball Z-Moment. Oh. Dragon Ball Z-Moment. Okay. Forward Throw. Zu gar nichts. Jetzt muss sich Sketty natürlich was einfallen lassen. 150% schon auf MK drauf. Jetzt. Ich weiß nicht, wie das aussieht mit. Oh, und das war's! Ja! Noch ein Bouncing Fish. Ja, cool! Bouncing Fish und der Sieg an Scooty 12. Scooty 12 führt. Skinny 12, Skinny 12! Skinny 12! War nicht schlecht auf jeden Fall von Scooty. Ja, auf jeden Fall nicht schlecht von Scooty. Er hat ja letztes Mal oder vorletztes Mal auch schon gut gegen Ruven gespielt. Aber jetzt, so 1-0, damit kann man arbeiten jetzt. Hier, oder wie sieht das aus? Meta Knight, Dreamland. Was? So, jetzt wird es natürlich schwer hier. Oh, wir kommen hier zeitgleich zu den Grand Finals in Millie. Aber davon reden wir ein andermal. Also, sind hier noch in der Anfangsphase von Game 2 jetzt. Auf der Counterpick von Ruven. Oh, ja, also, ich weiß nicht, ob Sketty das inzwischen besser macht. Oh, wow. Aber er kommt auf jeden Fall deutlich besser aus den Up. Strings von MK raus. Und da hat er ihn. Bouncing Fish, schön, 32%. Er will jetzt noch ein bisschen mehr Damage machen auf jeden Fall, damit er vor ihm auf dem Boden ankommt, wenn er den Bouncing Fish trifft. Macht jetzt auf jeden Fall schön Damage hier. Punktet auf jeden Fall mit dem Speed von Sheik. Need for Sheik's Speed. Oh, und Abi. Du bist echt krank, Alter. Willst nicht mitkommentieren? Boah, ja. Ich bin so heftig allein. Ich bin wieder da! Auf jeden Fall führt Sketty nicht. 2-1 liegt er zurück, aber mal gucken, was jetzt abgeht. 33%. Was? Ja, machen wir gleich. Auf jeden Fall kommt Sketty, versucht einen Upsmash zu machen, aber hat nicht geklappt. Schön perfekt geschickt von Dash Attack zu Dash Attack.
Berg hier leider ins Nichts von Reichen. Schön die Grab, aber schon ausgewiesen. Das hier gegen Exxon. Auf jeden Fall will. Geht's weiter hier. Skaddy versucht ihn zu killen. 112, 2%. Scheint aber nicht zu klappen so richtig. Ah, Memes leider ins Nichts. Und oh. Ja, versucht sie auf jeden Fall mit allen Mitteln. Ah, und da schafft es mit einer Up-Air. Die man gar nicht so richtig kommen gesehen hat. Mist. So, jetzt kann er natürlich schön Damage machen. Ja, ja, ja. Okay. 14%, oh. 22. Ne, der von Meta Knight zerstört das Spiel von Skeppy 2. Ein Bouncing Fish, please. Da kommt er auch schon angebounced. Auf jeden Fall spannend, spannend. Ja, 70% jetzt. Skelly gut auf jeden Fall nach. Ja, aufgeholt. Ja, auf jeden Fall. Beide warten. Von dem Prozent her auf jeden Fall even. Okay, er hat jetzt dazugelernt. Nicht mehr weg die einen beim F-Tilt. Mal schön durchdrücken lassen, Shield. Oh! Schön mit einer Fährte. Oh, hätte der getroffen. Ich weiß gar nicht, ob das bei Dreamland. Ich glaube schon, aber. Ja, schon auf jeden Fall. Okay, oh. Oh, schön abgefangen. Das ist jetzt schon auf jeden Fall ein fieser Ninja! 2-0! Schön heftig zurückgeholt, meine Damen und Herren. Was für ein fieser Ninja. Während ich hier auf Bell 365 Scheine mache, macht er ein 2-0. Kranker Tap! 2-0! 2-0! Aber auf jeden Fall krank von Scrum. Ja, war schon... War gute schon Aufholung. Ungesund. Gute Need for Speed gehabt hier. Oh, und wir sehen nochmal Dreamland. Dreamland. Mhm. Also, Rufen vs. Skatty, die Dritte. Die Dritte. Okay, oh, jetzt hat ihn gut in der Luft gecatcht, aber Skatty rausgekommen. Erstmal ein Boomzang-Fischo. Wispy ein bisschen am Blown. Okay, Dash Attack. Nee, da ist nichts passiert. Ja, Down Throw. Ich weiß noch mal nicht so genau. Ich finde die Conversions von Meta Knight auf jeden Fall immer noch sehr neu. Wir sind ja jetzt in 2017, Ende 2017 und man kennt immer noch nicht wirklich jeden Char so richtig. Oh, richtig. Oh, nee. Es hat aber nicht gekillt. Es hat nicht gekillt. Oh. Okay, also 60 zu ungefähr 80. Oh, das ist kein Bouncing Fish mehr. Ja. Sind beide scared, erstmal im Schild chillen. Oh, da kommen die Dash Attacks. Ah. Oh, er catcht die Rolle. Er catcht die Rolle und damit führt Skatty. Ja, die Führung für Skatty hier. Okay. Ich muss Rufen aufnehmen. Meine Klamotten sind so heftig. Ich hab ohne Licht, oder? Bist du ohne Licht? Ja, ohne Licht, ja. Oh, okay. Back Throw. Back Air. Holt den direkt. Oh. Heavy Neutral auf jeden Fall. Aber Sheik scheint das Neutral grundsätzlich zu gewinnen. Oh, das ist viel Damage. 11% auf Skatty S drauf. Oh. Okay. Natürlich darf man Meta Knight niemals unterschätzen. Niemals unterschätzen, niemals denken, dass es vorbei ist für ihn. Oh. Schöne Confirms-Scheiße. Oh, jetzt okay, haben wir Downthrow. Er wollte ihn locken. Er wollte ihn tatsächlich locken. Tatsächlich locken. Okay. Ab er. Oh, da kommt schön er raus. Skatty weggejumpt. Schön weggejumpt von Skatty. Okay. Forward Throw. Wow, oh, er hat aber knapp. Die Windbox. Oh, boah, schön abgezogen. Und ist das oh, das war's noch nicht. Skelly muss jetzt auf jeden Fall cool ich glaube, das waren keine perfekte cool DI. Auf jeden Fall muss er cool bleiben. Okay, er hat ihn nochmal. Auf jeden Fall cool bleiben. Er versucht es nochmal mit der Abi. Aber da kommt schon lange keine. Ich dachte schon, das war's. Und jedes Mal, wenn Sheik in der Luft ist, denkt man, oh mein Gott, das war's. Oh, Dash Attack. Gefährlich, aber Rusen hat mir getroffen. Okay, 133% jetzt auf Meta Knight, 50% auf Skatty. Oh, was war das denn? Okay, er kriegt wieder direkt den Grab. Ziemlich unerschrocken. Oh. Kommt dann mit der Get Up hoch. Kriegt er sogar hin. Oh, no. Nein, es ist noch nicht der Kill. Oh, bald sind wir aber in Killprozenten für die Fair. Ah, Dash Attack. Ja, 165%. Oh.
Oh, das war's. Er hat ihn echt noch zurückgeholt. Toll. Puh, okay. Das heißt 2-1. Das Gute für Skeddy ist, er kann da natürlich jetzt eine andere Stage wählen. Yes. Aber das ist ja, heftig. Ich dachte schon, dass Skeddy das Ding reißt, nur auf einmal kommt Riven und zerstört ihn aber kurz. Ja, 100, 160, ich weiß ja nicht, aber ich glaube, so langsam hätte sogar ein F-Tilt gekillt. Ja, alles hätte langsam gekillt. Deswegen, das ist so die Frage. Skeddy hat noch ein bisschen Probleme mit dem Kills. Mhm. Das ist ja. Ein bisschen so nervt. Shiko-Miko-Style, wenn du nicht schnell genug bist, dann wird es irgendwann echt schwierig, einen Kill zu landen. Aber wenn du dem Gegner irgendwie. Oder den Gegner immer. Wenn du ihn immer Pressure aussetzt, dann wird es auf jeden Fall schwierig für den. Dann macht er auf jeden Fall Fehler. Das kann man ausnutzen. Aber das war jetzt letztens nicht mehr zu sehen. Er hat davor ja viele Air Dodge screenen können, aber die kamen dann irgendwann natürlich nicht mehr. Ja, ich habe auch noch eine. Was hast du auch noch eine? Oh ja. 2-1 für Skeddy hier. Okay, wow. Ja, oh, wir sehen Lylat-Patrouille. Lylat-Patrouille von Skeddy ausgelegt, nice. Mhm. Hätte man nicht gedacht. Ja, weiß ich nicht. Kann ich jetzt nicht so einschätzen, aber geht direkt wieder gut los für Skeddy. Okay, kriegt noch einen Bouncing Fish diesmal. Bouncing Fish macht halt echt viel Prozente. Oh. Oh. Fehler von Skeddy. Wird mit einem Upsmash bestraft. Okay, Ruben wieder mit Up-Air-Strings. Oh, aber diesmal kein Abschluss. Mhm. Und Skeddy hat ihn... versucht es wieder mit dem Bouncing Fish. Inzwischen ganz andere DI von Ruben. Okay, Up-Air. Oh. Oh, gleich ungefähr. Mhm. Oh. Ich weiß nicht, ob das ein Bait oder ein Missklick war. Ich glaube, ein Missklick. Er ist ziemlich weit nach rechts gerutscht. Das war schon ziemlich nice. Okay. Nur der erste Hit von der Trip. Und da muss er aufpassen. Aufpassen, ja. Wurde schnell gekillt von ihm. Okay, oh! Jetzt anstrengend aufpassen. Sidebeast. Okay, schafft's nicht, Ruven an der Edge zu readen. Jab, down tilt. Direkt jetzt. Okay. Okay, er hat ihn doch noch erwischt und das ist tatsächlich der Kill. Nur mit dem letzten Hit. Jetzt wieder sehr ausgeglichen. Okay. Ruben trifft jetzt auf jeden Fall mit deutlich mehr Dash Attacks. Oh, hier nochmal Down for Up Smash. Erster Hit. Oh. Fast ein Combo-Starter für Skeddy. Ja. 40% auf dem drauf. Na. Oh, ja, schöne 47 jetzt. Und noch ein Bouncing Fish. 40 zu 60. Skeddy leicht oder jetzt sollte ich sagen deutlich mehr im Vorsprung. Ja, beide Vorsprung. Versuchen sich zu treffen, reiben die ganze Zeit mit der Dash Attack. Kann auch jetzt gefährlich werden, glaube ich, wenn er getroffen wird. Oh, ein bisschen durch Lylat abwehren. Ja, Schild an der Edge. Schön gemacht. Skeddy ist auch ganz ruhig. Dash Attack. Oh, Abwehr. Oh, noch eine Abwehr. Schön, dass er den Jump hatte. Und wieder auf dem Boden. Oh, er kriegt ihn. Wow. Nein, überlebt das noch. Oh, überlebt. Okay, fast. Okay, okay. Hat ihn der Air Dodge das Set gekostet. Aber jetzt wird es natürlich ziemlich knapp. Okay, 150%. Neigt sich ziemlich heftig nach rechts. Schön rechts gelaufen und dann die Grab bekommen. Oh, ja, im letzten Moment weggejumpt. Skeddy will auf jeden Fall. Oh, jetzt könnte es gefährlich werden. Das ist scary. Ja, darauf hat Ruben gewartet, hat es aber nicht punishen können. Er will auf jeden Fall die 50-50s, aber im Moment hat er nicht genug Pressure für sowas. Oh. Schön weg die Eid. Okay. Schön vorsichtig. Okay. Okay. Oh. Er kriegt sie mit dem F-Smash. Okay. Scheiße, auf einmal 2-2. So ein knappes Ding schon wieder. 2-2. Jetzt natürlich die Frage, was lässt sich Skeddy einfallen? Und was wird er besser machen fürs nächste Set? Wird auf jeden Fall heftig jetzt. 2-2. Wuff. Von dem 2-0 von eben. Wird das etwa ein Reverse 3-0 oder wird das
Okay, der letzte Sieg an Skeddy gehen. Das und vieles mehr sehen Sie jetzt. And up, hello. Okay. Wenn was Falsches passiert unter den Kontrahenten. Spiel abgebrochen. Mal gucken. Gab's wohl ein Miscommunication hier? Ist wahrscheinlich. Morphogé. Okay, also vielleicht Cloud. Riven entscheidet sich okay. Doch für Meta-Knight. Also doch Meta-Knight. Er hatte ja bei Brawl One gegen die Sheik von Zodrek gespielt am Ende. Im letzten Match. Hat er auch geholt. Das sah aber auch ganz gut aus für Zodrek am Anfang. Okay. Geht direkt los mit Skeddy. 2-2, Gründer Finals. Letzte Show für Jens. Auf jeden Fall geht's hier auch schon sehr heftig ab. Ja, erstmal ein Bouncing Fish. Oh, aber jetzt für Rufen. Oh, up tilt to down, up air to down air to down air. Skeddy kriegt auf jeden Fall ziemlich viele Grabs. Und ein Boonzang. Oh, diesmal nicht. Kein Boonzang. Diesmal kein Boonzang. Schön ausgekommen. Aber eine Abwehr dafür. Oh, okay. Sehr schön. In der Luft hin und her. Oh, direkt die Rolle gereadet. Hinterhergelaufen. Ah, okay. Der Playstyle von Safe on Shield. Gefällt mir sehr. Das Einzige, was er noch mal perfektionieren muss, ist, wie er schnell und früh killen kann. Das ist das Problem bei Sheik. Ja. Also inzwischen versucht er das auf jeden Fall auch mit einer ganz schnellen Abwehr, sogar einer ganz schnellen Abwehr und einer Abbi. Also versucht ihn da wirklich auf die 50-50. Oh. Da. Oh. Das war wohl ein Missklick. Okay, wieder offstage. Ja, 83%. Ich glaube, Battlefield war eigentlich eine ganz gute Wahl. Okay, jetzt hat Hoven wieder Stage Control. Ah, aber er dreht sich nicht um. Okay, 135% auf ihn drauf. Oh, versucht mit dem Trump. Ja. Okay. War gut. Auf jeden Fall, the pressure is on Rufen. Bis jetzt! Ah, okay, wird nicht gepunished. Oh, dafür jetzt auf Stage. Immer noch first. Oh, und das war der erste Kill. Von Reiben. Da hat er aufgepasst, auf jeden Fall. Wollte auf jeden Fall anstrengen. Schnell killen. Sich nicht gerangen lassen. Nicht die ganzen Kombos von Meta-Knight durchgehen lassen. So gut gemacht, okay. Jetzt muss er natürlich eigentlich schnell wieder nach unten. Auf jeden Fall. Oh, da! Raw Bouncing Fish. Aber. Reicht noch nicht. Reicht noch nicht ganz. Ah. Ja, kriegt den Grab vorher. Okay. Mhm. Send auf. Sheik. Ist jetzt nicht so schlimm. 160 aber schon. Ja, er steht immer zu nah an der Edge. Muss aufpassen, ja, ist so. Oh, der. Raw F Smash. Okay. Hoffentlich gehen ihm jetzt nicht die Ideen aus. Oh, er geht wieder auf Stage. Nicht zu greedy werden. Nicht zu greedy. Okay, die Needles, die nerven jetzt auf jeden Fall heftig. Okay. Das diesmal kriegt er den Trump, alles klar. Also auf jeden Fall richtig heftig, fresh, heiß hier gerade. Und das ist jetzt eine Last-Stock-Situation hier. Last-Stock-Situation, beide wird das knapp? Angespannt und ein Bouncing Fish von Skeddy 12. Bisschen Percentage noch rein. Und nehmen wir mit. Auf jeden Fall. Skeddy ist gut ausgewichen. Ah, da hat er den Sprung gewastet. Okay, macht der Attack, bringt okay. Okay. Kein Bouncing Fish diesmal. Er ist leider nicht hinterhergekommen. No punish. 56-59, Bouncing Fish, clean confirmed. Ist wieder even. Oh boy. Was passiert jetzt? Hold on, Johnson. Hold on. Okay. Hold on, Johnson. FTL Tonnerre. Hold on, Johnson. Okay, ja. Hoven hat ihn auf Stage. Mal schauen. Oh, readet den Jump. Oh, der okay. Killt aber noch nicht. Prozent. Direkt mit der Nähe auch verwischt. Oh, da kriegt er ihn mit dem Bappi. Mit dem Vanish. Oh, fast noch ein Bouncing Fish. Gewartet. Oh. Alter, okay. Skeddy in Grand
final, ein Enteller. Das hatten wir ja noch nie, oder was? Auf jeden Fall nice, auf jeden Fall nice.